Das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht mehr wieder zusammenfinden bei A Fold Apart. Willkommen zurück. Ich bin gerade die Frau und werde das ja wohl schaffen. Jetzt, wie war denn jetzt hier der Anfang? Ich habe mich ein bisschen verfranst beim letzten Mal. Nee, das war über die Rückseite, ne? Ich hatte mich hier einmal abgeholt, genau, beziehungsweise bin hier rübergegangen. Das war ja alles noch logisch. Dann entfalten, dann bin ich, glaube ich, genau, dann bin ich hier hoch. Dann bin ich, habe ich auch wieder entfaltet, da sah es noch gut aus. Dann komme ich aber zurück. Ich denke schon, dass das so sein sollte, das passt hier nicht so ganz. Jetzt verstehe ich das auch langsam, hier passt es besser, da faltet sich dieses eine, was eigentlich auch komisch ist, ne? Weil wenn das die Ecke von dem Papier ist, dann, man sieht es, ne, an diesem blauen Dingens. Hier ist noch mehr davon vorhanden und dann legt sich das so langsam da so ran. Weiß nicht, verstehe ich nicht. Dürfte technisch eigentlich nicht so sein. Auf jeden Fall funktioniert es, dass ich diese Kiste hole. Aber die Sache ist doch die, ich kann es jetzt halt nicht falten, wenn ich drauf bin. Ich kann mich da nicht runterfallen. Muss ich ohne die... Nee. Was ist denn, wenn ich das jetzt entfalte? Fällt die dann auch weg? Scheiße. Irgendwie ist das... Nee, die liegt da noch. Okay, alles gut. Dann... Ja, aber ich kann das ja jetzt nicht da runterbringen. Das kommt ja noch dazu. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann verstehe ich... Was? Ach komm, ich muss jetzt hier durch. Okay, das ist blöd. Warte mal, geht irgendwas anderes, dass ich die Kiste nur da ablegen musste? Das geht alles nicht, logischerweise. Kann ich mich so abholen? Nein. Kann ich mich so komplett? Nein. So. Okay, dann müssen wir es über die Rückseite probieren. Also, die liegt da jetzt. Wo komme ich ins Spiel? Ich stehe wieder mittig, ne? Also, das geht dann wieder nicht. Ich habe nicht vergessen, dass ich das Ganze auch drehen konnte. Aber... Was hilft mir das? Wenn es irgendeinen Boden gäbe, auf dem ich landen kann, dann gerne. Aber den sehe ich jetzt nicht. Kann ich mich hier noch rausholen irgendwie? Warte. Achso, ich kann, wenn ich schon nicht durchlaufen kann. Das ist ja mies. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? War das vorher doch ein Bug? Wenn ich es jetzt drehe... Warum kann ich es denn nicht drehen? Achso, ich muss... Ach, ich habe es nicht rangefaltet. ich kann jetzt drehen. Vielleicht hilft das. Oder muss das sogar sein? Warum kann ich nicht drehen? Kann ich nicht drehen in diesem Rätsel? Shit. Moment, jetzt... Ich drehe mal so. Wenn ich... Oh Gott. muss ich jetzt hier zwei Sachen ranfalten? Falten? Von da unten was? Nee. Da kommt nichts Sinnvolles. Da ist überhaupt nirgendwo was Sinnvolles. Okay, was ich machen kann, ist, ich kann jetzt mal falten, dann stehe ich wieder. Aber das ist doch alles nicht gut, oder? Wenn ich jetzt entfalte, was passiert dann wieder? Dann stehe ich so. Und wenn ich jetzt entfalte, dann stehe ich doch gut, oder? Ja. Aber was hat mir das geholfen? Moment, mal wieder auf die Rückseite gehen. Jetzt stehe ich halt am Rand. Hilfe, wo? Achso, jetzt falte ich mich wieder hier hin. Oh, ist das kompliziert, ne? Ich wollte eigentlich diese Box mitnehmen, genau. Ich gehe ja davon aus, dass wir schon relativ am Ende des Spiels sind. Aufgrund der Stimmung und der Geschichte. Aber das kann jetzt nochmal richtig knackig werden. War hier was? Ah, hier, genau. Das war ja der Weg, den ich hergekommen bin. Mehr ist es nämlich auch nicht. Jetzt gehen wir so. Und mehr als meine Kiste wollte ich, glaube ich, nicht für den Stern, ne? Ups. Ja, easy. Gut. Das ist aber nur ein kleiner Stern. Als ich... Nein. Als ich am Ende der vorigen Folge noch den männlichen Charakter gespielt habe, da sah das aus, was er so erklimmt, wie ein ziemlich großer Stern. Allerdings war er auch noch ein paar Stufen davon weg. Vielleicht schaltet das jetzt immer hin und her. Dass jedes Mal, wenn ich hier ein paar Sachen gelöst habe, musstest du denn wirklich gehen?
dass er dann eine Stufe höher kommt und sie sich am Ende bei dem großen... Oh, ja. Hör, jetzt bin ich woanders. Okay. Bei dem großen Stern treffen. Hier sieht es auf jeden Fall gerade mal nicht wie ein Rätsel aus. Also die Musik deutet für mich schwer darauf hin, dass das hier gleich zu einem Ende findet. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist. Und wehe, die kommen mir hier noch mit einem fiesen Twist oder so. Aber ich musste einfach wissen, ob ich genug Talent habe, das zu schaffen. Okay. So, da unten ist die Kiste. Lass mal gucken, was man hier für mich parat hält. Nicht viel. Nicht viel. Ah, doch, das. Okay. So, ich kann doch immer, wenn es so eine Ecke ist, die Nee. Da habe ich echt den Denkfehler. Da darf ich so nicht ankommen. Bin ich jetzt wieder tot? Ah, nee, ich bin da. Okay. Ach, ey. Jetzt drehe ich es mal. So, ich wollte da ankommen. Dann gucken wir nämlich mal, ob ich mir die Kiste holen kann. Da bin ich. Genau so geht's. Obwohl die Musik schon noch melancholisch ist. Aber ich bereite mich darauf vor, dass gleich alles gut ist. So. Ach so, jetzt fällt mir gerade ein. Da muss man ja tierisch aufpassen. Ich muss jetzt über die Kiste rüber, sonst zerquetsche ich mich selbst, wenn ich das drehe, ne? So, jetzt muss ich es nur einmal so drehen, genau. Bums. Oh, ich habe sogar noch einen Sprung gemacht. Okay, das ist etwas mühsam hier und kostet so seine Zeit, aber das kriegen wir schon hin. Ja, das mit den Pfeilen finde ich echt komisch. Wäre das nicht viel intuitiver, wenn ich genau jetzt im Drehmodus drin wäre? Ja, ich interpretiere das so, dass sie darauf hinweisen, dass es den Drehmodus gibt. Hm. Okay, da ist doch mein Turm. Ich musste mein Bestes dafür geben. Ja, der Traum ist ausgeträumt. Oh, er baut sich wieder auf. So. Wehe, jetzt kommt hier auch noch Zeit. Kommt hier auch noch das Element Zeit rein. Tief im Innern bin ich wirklich stolz auf dich. Oh. Oh, sowas wieder. Gut, aber das macht ja Spaß. Also ich muss erstmal... Okay, das ist nicht allzu schwer, denke ich. Ich muss erstmal hier rüber. Ach so. Die Kiste bewegt sich mit. Das ist die Schwierigkeit. Scheiße. Aber auch nicht so schwer. Ich gehe jetzt darüber. Dann... Kann ich eigentlich... Der geht auch automatisch aus dem Drehmodus wieder raus, wenn ich... Ach nee, ich bin selbst gerade rausgegangen. Irgendwann ist er mal automatisch rausgegangen, aber hier nicht. So, also ich muss jetzt eigentlich nur... Nein! Ich wollte sie greifen. Nur die Kiste hier in Position bringen. Und dann gucken wir doch mal... Ich glaube, ich kann den Weg zusammen mit ihr gehen. Da ist genug Platz. Ich schieb sie mal hier hin. Geh mal selber... Oh, nicht, dass sie... Nee, die landet nicht oben. Halt, loslassen. Mädchen, man muss auch loslassen können. Allerdings nur bei dieser Kiste, ja? Keine Sorge. Dein Mann bleibt dir erhalten. So, jetzt fliegen wir hier beide runter. Ja. Ah! Alles gut. Ich habe einen stabilen Rücken, wie man sieht. So. Ding. Aber was wird es uns kosten? Ach, er ist doch schon so gut wie wieder bei dir. Mach dir mal keine Sorgen. Schaffe ich diese Höhe? Unsere Liebe war so stark, dass ich dachte, ich könnte mich immer darauf verlassen. Okay, das klingt jetzt... Achso, einfach wegschieben. Das klingt jetzt bei ihm wieder wie Zweifel. Aber ich glaube, das ist nur darauf bezogen, dass er halt sein Projekt nicht so durchführen kann, wie er es gedacht hat. Und dass er eben... Er gibt ja sein Projekt auf, so ist ja nicht. Ich wollte dich oder unsere Beziehung nie als etwas Selbstverständliches sehen. So, okay. Was kommt hier an? Nichts. Was kommt hier an? Nichts. Eigentlich muss man das immer nur so abchecken, was möglich ist. Aha, da ist der Stern auf der anderen Seite. Von oben kommt nichts. Dann werde ich mich mal selbst... Ach nee, warte mal. Ich kann... Ich könnte da oben... Oh, drei von den Dingern? Die brauche ich bestimmt nicht alle. Moment, wie war das? Ja. Eins brauche ich, ne? Und zwar genau da. Okay. Ich gucke aber erstmal, ob hier was geht. Ja, da brauche ich eins. Ah, okay.
Was ist denn, wenn ich... Ne, das geht nicht. Ich will mal eine Sache ausprobieren. Wenn ich jetzt falte... Ach ja, die fallen ja jetzt schon, wenn ich falte. Das heißt, ich muss sie vorher schon mal etwas eingedünnt haben, behaupte ich. Nämlich so. Ist es das nicht schon? Jetzt habe ich das Problem, dass das Ding gar nicht da oben hinfällt. So ein Sheet. Wie geht denn das? Ich falte erstmal. Genau, also das wäre der Trick, wie man nur eine erhält. Aber... Achso, Moment. Vielleicht muss ich da so runtergehen, dass die dahin... Ich muss das ja aufeinander falten. Ich muss nochmal neu starten. Okay, das ist jetzt ja Risiko. Oder so? Nee, auch nicht. Ne? Mal drehen. So. Da kann ich mir doch auch schon fast was drunter vorstellen, dass jetzt... Ach, dass sie da so hinfallen. Das ist ja witzig. Dass ich das praktisch so einstelle und dann fallen die drei und... Ja, das passt doch. Scheiße. Okay, so geht's natürlich nicht. Achso, muss ich zuerst drehen, ne? Na klar, so einfach ist es. Muss natürlich entsprechend vorbereitet sein. So. So, nein, 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 nein. Ich wollte die Ecke, so. Ach, es sind jetzt schon nur noch zwei? Hilfe. Aber das reicht ehrlich gesagt. Warum sind es nur noch zwei? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe gerade keine Lust, das alles nachzuchecken, aber... So würde ich das jetzt machen, ohne dass ich hoffentlich irgendwo runterfalle. Ah nein, das ist ja auch zu viel. Ach, wie geil. Okay, das heißt... Hey, das ist ja clever. Das ist ja richtig clever. Das muss ich jetzt Step by Step machen. Wow. Okay, also nochmal die Rückseite angeguckt. Ich brauche im Grunde nur einen. Ich muss zwei loswerden, ne? Ich brauche einen. Kann man überhaupt meine Maus sehen? Ja. Wow, ich kann on the fly auf die Maus schalten. Also hier in der Ecke bräuchte ich so ein Ding. Und die anderen beiden muss ich loswerden, ne? So, und wenn ich den Controller bewege, dann ist das wieder raus. Ach, sehr schön gemacht. Okay, dann muss ich jetzt überlegen, wie ich genau einen übrig behalte. Darum geht's. Okay, okay. Wenn ich sie jetzt... Aber das hatte ich doch schon, dass genau einer übrig bleibt. Reicht das nicht schon? Wenn ich das so falte, jetzt drehe ich's. Dann drehe ich es nochmal. Ist die Frage, kann ich auf den zugreifen gerade? Ich fürchte ja, da wird mir was anderes in den Weg kommen. Nee, ist noch genau einer übrig. Sehr schön. Habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? Entfalten. Entfalten. Drehen. Und raus aus dem Modus. Und da komme ich jetzt gleich... angefahren. Hui! Ah, schön. Ah, scheiße. Okay, da war noch einer im Weg, aber der stört mich nicht. Zum Glück hat er mich nicht erschlagen. Um Gottes Willen. So, sehr fein. Sehr fein. Oh, oh. Aber keine Arbeit wird mir je mehr bedeuten als du. Das ist ein missverständlicher Satz, ne? Das hört sich an, als wenn die Beziehung Arbeit wäre. Aber ist natürlich nicht so gemeint. So, jetzt kommt sie wieder. Ich meine, wenn die schon gegensätzlich laufen, ne? Also sie läuft von links nach rechts und er von rechts nach links. Du wirst dich entscheiden müssen. Sage ich das zu mir selber oder zu ihm? Also ich wollte sagen, wenn die schon gegensätzlich laufen, dann werden sie wohl auch jetzt wieder zueinander finden. Ist ja ganz klar. Und das, was wir da gesehen haben, war offensichtlich der schiefe Turm von Pisa. Wir können nicht mehr so voneinander getrennt sein. Deswegen finden wir ja auch zusammen. Okay, erstmal wieder checken, was es so gibt. Nichts, was mich abholen würde. Nein. Ah, das würde mich abholen tatsächlich. Nee, das ist weg, wenn ich es mache, ne? Ja, genau. So. Ach nee, so gibt's was. Darf man ja auch gar nicht vergessen vor lauter Diagonalität. Darf man das auch nicht vergessen. Und wenn ich das jetzt drehen würde, würde ich da eigentlich auch stehen können. Aber ich glaube, das hat... Ach nee, das geht gar nicht, weil...
verschwindet ja auch wieder. Okay, also entweder hier oder einmal auf der Rückseite. Aber da ich gerade noch wieder sehr mittig stehe, da ist dann auf der Stelle wieder. Geht dann eher nichts. Genau. Also machen wir so. Gehen auf die Seite rüber. Entfalten. Sind jetzt wieder hier. Wenn ich jetzt drehe, würde ich auf dem Hologrammzeugs landen. Das wird es wohl sein. Dann ist wieder die Frage, wenn ich das... Oh Gott, ist das kompliziert. Wenn ich das dann entfalte, wo will ich dann landen? Bin mir ja noch nicht so sicher, aber so sehr viel mehr sehe ich jetzt hier nicht. Wo ich hinwollen würde. Deswegen, ich mach's mal einfach. Muss man ausprobieren. So. Das bleibt ja erhalten. Oh! Jetzt kann ich es natürlich wieder drehen. Achso, ich könnte was falten. Da kommt nichts. Wo ich wieder rauffalle, aber da ergibt sich gerade nichts. Also gar nicht, ne? Von der Seite irgendwo. Ah, ich kann weiterlaufen. Ah, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nein, wenn ich jetzt falte, verschwindet das? Ne, ich habe ja nicht die Seite gefaltet, ne? Ja, gut, alles gut. So, entfalten. Mal gucken. Oh Gott. Ah, doch, aber ich sehe es. Jetzt wird es eigentlich nur noch mit Drehen gemacht. Witzig. Also die Rätsel sind so intuitiv, dass die tatsächlich funktionieren. Witzig. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, wo ich da so lande, aber jetzt komme ich auf dieses Feld hier und sehe, dass es eigentlich nur noch mit dem Drehen getan ist. Ja. So mag ich Rätsel wirklich. Das steht einem nicht viel im Weg. So. Ich dachte erst, das wäre hier das Zuckerwatteland, weil es so bunt aussah. Ich dachte, hier wären Süßigkeiten und so. Ich will immer noch mit dir zusammen sein. Ich werde alles dafür tun, damit das hier klappt. Hoffentlich willst du auch noch mit mir zusammen sein. Achso, das erste war er, das zweite war sie, ne? Jetzt muss ich noch was machen. So, das geht schon mal nicht. Na, dann werde ich doch wohl die beiden zusammenbringen können. Hopp! Weil ich dich liebe. Oh. Errungenschaft Kapitel 6 und damit ist A Fold Apart auch schon durch. Und das Erste, was ich euch erzählen kann, ich habe es in einem Rutsch durchgespielt, diese 6 Folgen. Echt der Wahnsinn. Also es hat so Spaß gemacht und es ging so schön durch, dass ich es hier einfach mal an einem Nachmittag gespielt habe. Und ich bereue in solchen Fällen überhaupt nicht, dass es dann vielleicht schnell vorbei ist oder so. Also das ist jetzt wirklich kurz. 6 Folgen habe ich ruckizucki durchgezogen. Staune ich echt. Aber es war eine schöne Zeit. Der Preis ist... Ja, man rechnet ja doch immer so Preis-Leistung. Der ist schon auch nicht ohne. Ich habe es jetzt im Sale gekauft. Aber wert ist es das allemal. Also Däumchen rauf von mir. Voll schönes Spiel. Super schön emotional, muss ich sagen. Und sowas habe ich nämlich auch immer sehr gerne. Normalerweise ist es ja so, ein Spiel ist ein Unterhaltungsmedium und da will man normalerweise Quatsch erleben und kurzweilige Unterhaltung. Aber wenn es dann mal so ein bisschen die Emotionen kitzelt, dann ist das auch was super Schönes, das hat man halt nicht ständig. Das hatte ich zuletzt richtig gut bei, wie hieß es, My Memory of Us, genau, ist schon ein bisschen her, bestimmt schon wieder 2 Jahre. Könnt ihr gerne mal bei mir auf dem Kanal suchen. Hat mich auch positiv überrascht. Das war sogar ein bisschen länger. Hatte ein sehr düsteres Hintergrundthema. Ja, und hier waren es halt die Emotionen. Naja, und es war ja klar, dass das gut ausgehen würde hier, ne? Also war echt schön gemacht. Die Optik hat sich ein bisschen weggeguckt im positiven Sinne. Also, dass es nicht zu detailarm ist. Wie gesagt, ist ja stilistisch auch so. Und das ist ja auch alles Indie. Deswegen vollkommen in Ordnung. So, kommt noch ein bisschen was hinten dran oder sind wir wieder im Hauptmenü? Relativ kurzer Abspann. Ich habe gerade mal mit meinem Fazit angefangen. Ah, da kommt noch was. So, der arbeitet ja schon wieder. Ach, guck. Sie macht was für die Schule oder schreibt ihr Buch oder was auch immer. Und sie können beieinander sein. Dadurch, dass hier
der richtige Kniff angewendet wurde. Ach, wunderschön. Danke fürs Spielen. Du kannst dich jetzt dazu entscheiden, jedes Rätsel noch einmal zu spielen, wenn du über das Spielladenmenü dein abgeschlossenes Spiel auswählst. Gucken wir mal, was da ist. Da ist jetzt jedes einzelne. Ich meine, der hat ja immer Autosave, ne? Kapitel 600%. Also das ist jetzt mein Spielstand. Ist doch auch voll süß, wie sie da sich anzwinkern. Auf kürzeste Entfernung. Ja, man kann sozusagen jedes Kapitel auswählen. Ja, 6 Kapitel, 6 Folgen. Ist doch irgendwie perfekt für so ein Let's Play. Ich habe zwar nicht jede Folge ein Kapitel gemacht. Das war auch immer mittendrin mal der Wechsel. Aber im Endeffekt kam es so hin. Ich lasse jetzt diesen Screen, weil ich die gerade so süß finde, da wie sie auf dem Bild lächeln. Ah, jetzt wisst ihr auch, wann ich es aufgenommen habe. Naja, gut. schadet ja nicht. Ja gut, was wollte ich denn noch zu sagen? Also, ja, die Emotionen haben mich schön abgeholt und obwohl ich als Let's Player auch immer dem Quatsch eigentlich den Vortritt gebe, denn das ist ja der Unterhaltungswert schlechthin an so einem Let's Play, ist es denn doch mal ein Projekt, wo man wirklich in sich gegangen ist, wo das alles ein bisschen ruhiger war, und ich glaube, dass mag auch der Zuschauer mal ganz gerne, wenn er sich auf sowas einlässt. Ansonsten wird er oder sie ja nicht nach Folge 1 noch eingeschaltet haben. Und das ist die Überleitung dazu, dass ich jetzt natürlich auch erstmal schön Danke sage, dass ihr dabei wart. Bis zur letzten Folge hoffentlich, da es ja gar nicht so viele waren. Das weiß man natürlich sowohl als Let's Player als auch als Zuschauer vorher nicht. Wir wissen es jetzt alle. Und jetzt wissen wir auch eine Sache, die ich schon in Folge 1 angesprochen habe, nämlich, dass ich dieses Spiel ganz gut durchbekommen habe. Das war ja die Bedingung, sonst hätte ich es nicht ausgestrahlt. An einer Stelle habe ich mal einen Kniff nicht rausbekommen und habe die Hilfe benutzt, ansonsten hat alles funktioniert. An einer anderen Stelle habe ich mal ein bisschen länger gebraucht, für mich persönlich vertretbar, für euch hoffentlich nicht allzu qualvoll. Oder war es die gleiche Stelle, wo ich partout es nicht geschafft habe und dann den Tipp mir geholt habe? Ich glaube, es war sogar die gleiche Stelle. Ja, aber insgesamt eigentlich das, was ich immer wieder gesagt habe, die Rätsel sind hier so angenehm, man kommt so gut durch. Ich habe Rätsel lieber eine Spur leichter als eine Spur schwerer, weil sie dann auch sonst so den Spielfluss ausbremsen. Ja, und die Musik nicht zu vergessen, wunderschön, wo ich sie hier gerade wieder auf dem Ohr habe, die ist zum Genießen, wirklich. Das hat man schon im Trailer gemerkt und dann weiß man vorher nicht, hält so ein Spiel, was der Trailer verspricht? Und in dem Fall kann man wissen, ja, das wissen wir jetzt alle gemeinsam. Ja, von der Steuerung her auch super, sehr angenehm mit dem Controller. Wie gesagt, kann man auch auf die Tastatur legen. Aber ich glaube, das wäre es dann jetzt schon gewesen. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es folgt noch eine schöne Steam-Review von mir. Da, ja, wärme ich mir die Finger jetzt schon für auf und dann werde ich in die Tasten hauen. Und dann wird da ein Däumchen raufgesetzt und ein schöner Text dazu. Und dann hätten wir wieder ein weiteres abgeschlossenes Projekt, was mir sehr Spaß gemacht hat. Ja, euch hoffentlich auch, wie gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal woanders wieder. A Fold Apart ist abgeschlossen. Also, schaltet mal wieder rein bei dem, was ich sonst noch so mache. Und dann sehen wir uns da wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.